Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe nochmal Post von Pinkys Kreativwelt bekommen und das wollte ich euch zeigen. Ich habe es bisher nur aufgeschnitten, aber noch nicht weiter reingeguckt und das machen wir jetzt mal gemeinsam. So. Und zwar haben wir einmal hier etwas. Hier ist etwas. Und hier. Und ja. Fangen wir mal mit den kleinen Sachen an. Also hier ist hier nochmal Danke drauf geschrieben. Sehr süß. Nochmal so ein Packpapier eingepackt. Und hier haben wir wieder diese süßen Organza-Säckchen. Richtig niedlich. Wieder alles ganz gut verpackt. Hier mit Folie und nochmal zugeklebt und nochmal extra Tütchen hier. Also wieder sehr, sehr gut verpackt. So, mal gucken, ob es aufkriegt. Eine Schere und Cutter hier hingelegt. Und zwar haben wir hier nochmal so einen süßen Teddy mit Magnet hier hinten. So sieht er aus, so ein Folienmagnet. Und ich habe den ja schon in so einem, ja, in so einem grünlichen Ton. Und jetzt habe ich den noch in weiß, richtig süß. Die kann man also auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Ich mag die sehr, sehr gerne. Richtig niedlich. So, das ist leer, das kann weg. Dann haben wir hier also hat der Micha wieder sehr, sehr gut verpackt, muss ich sagen. Aufschneiden. Hier haben wir einen Folienbeschwerer, den kann man sich einfach so aufs Bild legen. So ein bisschen wie diese Teddys, diese großen, die ich habe. Und der ist in so einem Rotton mit goldenem Schimmer, richtig schön. Ja, einfach gerade von hinten, sodass man, wie gesagt, drauflegen kann als Beschwerer. Kann man sich natürlich auch als Deko hinlegen. Sehr, sehr niedlich. So, dann das nächste. Aufschneiden. Also wirklich sehr, sehr gut verpackt. Kann man nicht anders sagen. Und zwar hier so eine kleine Schale, da kann man zum Beispiel das Wachs auch reinmachen. Oder aussortierte Steinchen oder so. Also richtig tolle Glitzerpartikel. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. So, und dann haben wir hier das noch. Das hat sie, wie gesagt, separat eingepackt. Beziehungsweise der Micha hat das eingepackt. Gucken, ob das so aufgeht. Hier nochmal in der Tüte. Und zwar haben wir hier nochmal so ein lilafarbenes mit Glitzer, so eine Ablageschale. Hier sieht die ganz normal und hier oben mit Glitzer. Ja, ich habe die bei ihrem Shop gesehen und fand die wunderschön. Mal gucken, ob ich das tatsächlich als Stiftablage oder so nehme oder ob ich da was anderes drauf stelle. Könnte man ja auch rein theoretisch als Untersetzer zum Beispiel benutzen. Einfach eine Tasse drauf oder ein Glas drauf. Sie bietet aber auch Untersetzer im Shop an, falls ihr euch dafür interessiert. Ja, wunderschön. Das Glitzer kommt wunderschön rüber. Sehr cool. Freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ja, das war meine Bestellung bei Pinkys Kreativwelt. Hier seht ihr die Sachen nochmal. Das habe ich mir alles bestellt und ja, also die Pinky hat wirklich ganz, ganz tolle Sachen im Shop. Ne? Ob es hier solche Schalen sind oder solche Untersetzer
Ja, Setzer sind es ja nicht so. Stiftablagen und kann man auch alles andere drauf tun. Ja, und das Glitzer, ihr seht das ja auch in der Kamera, das sieht wunderschön aus. Ja, das wollte ich euch nur zeigen und ich würde sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch sehr über Feedback in den Kommentaren freuen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!